So, hallo zusammen, da ist wieder der Raffi vom Gamestübli mit News, die nichts aussagen und überhaupt niemandem etwas bringen. Um was geht's? Call of Duty. Wie jeder von euch sicher schon gehört hat, spielt das neue Call of Duty im Zweiten Weltkrieg. Somit ist schon gerade der Name gegeben. Und zwar heisst das neue Call of Duty Call of Duty Zweiter Weltkrieg. Also es heisst Call of Duty World War Römisch 2. Call of Duty World War 2. Ob im neuen COD-Ableger ist scheinbar schon geleaktes Material vorgekommen. Geleakt. Immer ist alles geleakt. Hey, yeah, hast du gehört? Leaked News. So eine Bullshit. Also es wollte mir doch keiner erzählen, dass es so viele Leaks gibt bei jedem Entwicklerstudio. Hey, Lanton. Da kannst du ja als Entwickler keinen mehr anstellen, wenn du die ganze Zeit damit musst rechnen, dass jeder Giggle mit einem Internetanschluss, den du hast angestellt, deine Sachen leakt, die du gerade bist am Entwickeln. Quatsch mit Soße. Nicht leak. Leak mir doch am Arsch. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das Video ohne Gameplay-Videos hinterlegt. Wenn ich Gameplay von einem Call of Duty-Spiel hätte, würde ich das machen. Leider habe ich irgendwie die drei letzten nicht mehr gespielt. Ja noch. Egal, was immer gsi. Ah genau, so soll das neue COD neben dem Multiplayer-Modus und dem Singleplayer-Modus zusätzlich noch einen Co-op-Modus mitbringen, wo man zu zweit spielen kann. Mit einer eigenen Story. Ein Co-op-Modus mit einer eigenen Story. Es ist nicht bekannt, ob es dort um Zombies geht. Fertig mit hochlaufen. Wir sind live. Das ist herrlich, wie Frau ist hochgelaufen. Ja, das ist dann drauf im Fall. Spieler, die das Call of Duty vorbestellen sollen, automatisch Zugriff auf die private Beta bekommen. Ich bestelle das Game natürlich vor und je nach Publisher-Erlaubnis, ob man darf die Closed Beta näher publizieren, seht ihr natürlich das Material an, sonst mache ich einfach ein Video davon und erzähle euch davon. Und wenn das nicht erlaubt ist, dann nichts dafür. Damit ihr nicht ein Bild machen könnt. Also nicht von meinen Shooter-Skills, weil die sind nämlich für nichts, sondern vom Gameplay. Ich hoffe, das klappt dann irgendwie, weil in letzter Zeit war das mit diesen Beta-Keys ging so eine Sache gewesen. Entweder hat es zu wenig gehabt, obwohl man es vorbestellt hat, oder es hat zu viel gehabt und dann ist man nicht mehr reingekommen, weil sie zu viel rausgegeben etc. Mal schauen. Ob es dann auch Open Beta gibt, weiss leider keine Sau. Auch Gaming News Time nicht. Oder Zockerfakten. Ob es eine Open Beta gibt, kommt wahrscheinlich beim Premiere Stream raus, wo am Mittwoch, 26. April 2017 auf verschiedenen Streaming-Kanälen läuft. Unter anderem Twitch, YouTube und so weiter. Dann wird COD zweimal während ist 2 offiziell geleakt. Meine enthüllt. Offizieller Release-Termin für COD W Römisch 2 gibt es noch kennen. Das Spiel ist aber für im November angekündigt. Und will sich somit verkaufstechnisch mit Battlefront Römisch 2 anlegen. So, das wär's gewesen mit Leaks für heute News. Jetzt haben wir noch etwas Gutes. Und zwar kommt noch raus am 28. April 2017 ein wunderschönes Spiel Little Nightmares für PlayStation 4. Ich freue mich drauf. Und jetzt habe ich noch etwas zu gewinnen, nämlich eine zweite Kopie von Little Nightmares. Ich habe extra zwei bestellt, weil ich wusste, mit diesem Spiel mache ich ein Gewinnspiel. Und zwar nimmst du an diesem Gewinnspiel teil, wenn du mir kannst sagen, was da hinten, ich zeige es jetzt extra nicht, es gibt einen kleinen Einspieler ganz am Anfang des Videos, den musst du halt nochmal schauen, was da hinten für einen Raumjäger steht aus Rogue One. Ganz am Anfang hat es einen kurzen Einspieler gegeben, wo man sich das nochmal anschauen konnte. Selbstverständlich ist es natürlich einfach, ihr geht zurück und schaut euch das Neue nicht an. Also Rogue One, welcher Raumjäger kommt von da hinten drin vor? Name bitte, also der komplette Name. Die Teilnahmebedingungen sind ganz einfach, du musst schlichtweg einfach im Kommentarfeld drunter schreiben, egal ob YouTube oder Facebook, welcher Raumjäger als gemeint ist. Und nachher hast du die Chance drauf, die zweite Kopie von Little Nightmares zu gewinnen. So, das wär's gsi mit Leaks für heute. Hast du noch etwas zu leaken? Schreib's doch unten in die Kommentare. Lass ein Däumchen oben, wenn dir der unnütze Inhalt gefallen hat.
und teils mit deinen Kollegen, die auch noch unnütze Informationen brauchen können. Wenn du noch mehr unnütze Informationen vom Gamestübli willst, gehst du das Gamestübli auf YouTube abonnieren oder auf Facebook liken oder beides. Das ist natürlich immer super. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Oberleaker vom Gamestübli. Schönen zusammen.